Hasbro Gaming. Activision. P. Cryware. Transformers. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Transformers Devastation. Auf der PlayStation 4. Ja, auch das Video ein Spiel, das im PS Plus Abo mit drin war. Ich habe ja früher als kleines Kind Transformers sehr geliebt. Diese Fahrzeuge, die sich dann in irgendwelche riesigen, gewaltigen Roboter verwandelt haben. Filme sind so lala. Der erste war echt gut, aber danach, ja, ging so. Wie ging es denn euch? Habt ihr früher auch Transformers geguckt? Wenn ja, oder auch wenn nein, schreibt doch einfach mal in die Kommentare. So, auf jeden Fall starten wir jetzt. Transformers Devastation. Ja, machen wir doch. Gucken wir mal, was in den Optionen geht. Ja, lassen wir einfach mal so. Dann beginnen wir den Story-Modus. Späher für Spieler, die Action-Spiele kennen, aber keine Experten sind, Krieger für Action-Spiel-Veteranen, die eine Herausforderung suchen, Commander für hochrangige Action-Spieler, extrem herausfordernd. Machen wir einfach mal Krieger. Das reicht. Will mich ja nicht zu oft verzweifeln sehen. Insecticons! Plasma energy also detected. It seems our theory may have been correct, Soundwave. But plasma energy is unstable. No Cybertronian has been able to tame it since the Golden Age. Then stand back, Starscream, and watch me tame it as I have tamed you. Oh, one of these days, Megatron. Constructicons! Use the kinetic shields to build me a perimeter. And where will you be, Lord Megatron? We have been given a gift beneath the surface, and I intend to use it. Megatron and his Decepticons are already here. Transformers Devastation. By the Matrix. On the plus side, I think we finally get to bust some Decepticons. The humans are evacuated and our mission is clear. Save the city and stop Megatron. Autobots, I am all right. We will rendezvous later. Yeah. Ooh.
Die Decepticons machen die Stadt kaputt und wir müssen sie natürlich aufhalten. Und wir spielen natürlich gleich Optimus Prime. Den Anführer. Oh, der kann einen Doppelsprung. Kamera drehen ist klar. Charakter bewegen ist klar. Springen. Oh, Schwert. Noch nichts. Mega Axt. Aha, okay, das sind die Sachen, die ich ausgerüstet habe. Oh, cool. Miau. Boah, schießen. Aha. Wow, das ist eine Mega-Attacke. Mega-Attacke. Wir verwandeln, Attacke. Zielen, schießen. Ah, okay, kann ich so hin und her schwingen. What in the world is all of this? Wheeljack? Come in. Is this Cybertronian technology? I think so, Optimus. They're creating hurricane force winds like they're trying to sweep the city clear. Whatever their purpose, there is more to the situation than meets the eye. Damn. Geil. Juhu. Dun, dun, dun. Na komm her, Krieger-Bodentruppe. Leicht Angriff. Ah, diese scheiß Controller. Die sind gerade auf den Keks. Wenn du während einer Kombo einen blauen Blitz siehst, drücke schnell R1 für einen verheerenden Fahrzeugangriff. Seeker. Optimus, I got your back. Come on, scrap him. Warte, wie soll ich denn das Ziel? Keep firing! He'll fall eventually! I think...
Sammle Energiewürfel, um deine Energie wiederherzustellen. Grüne Würfel stellen Gesundheit wieder her und blaue Würfel stellen Energie deiner Waffen wieder her. Was muss ich machen? Attack this Kion barrier repeatedly in a short time to destroy it. Then you may proceed. Rah. Aha. Frage: Was sind die Insekticons? Insektikons sind eine weitere Lebensform vom Planeten Cybertron. Eigentlich sind auch sie Cybertronier, aber nicht so wie die Autobots oder Decepticons. Die hier anzutreffenden Insektikons verlassen sich bei ihren Handlungen hauptsächlich auf ihren Instinkt und ihre Schwarmintelligenz. Die letzte Gruppe Insektikons, auf die Optimus Prime auf der Erde traf, hatte eigene Persönlichkeiten. Aber diese hier sind anders. Diese Insektikons wurden nur für einen einzigen Zweck gezüchtet, ihrem Meister zu dienen. Wer ihr Meister ist, bleibt allerdings ein Rätsel. Der Controller! Ich drücke jetzt mal einen Stick nach links. Okay, rechts. Runter, geradeaus. Ja gut, jetzt tut er natürlich. Na komm, beweg dich! Falsche Richtung. Weißt du, wenn du soll, dann bewegst du dich. Na komm schon. Ich muss mal ganz kurz den Controller auswechseln. Das hat ja sonst keinen Wert mehr. So, ja, schon besser. Erhöht erhaltene Erfahrung frühbegrenzt 30%. Aha. Na dann, nehmen wir doch mal. Jo. Objekte, aber ich kann auch irgendwo mein Inventar, mein Schwert einnehmen, oder nicht? Hm. Ja, das funktioniert schon viel besser.
Halte eins gedrückt, um zwischen dem Roboter und dem Fahrzeugmodus zu wechseln. Was ist das dann? Nach einem Sprung im Robotermodus kannst du in der Luft die Form wechseln und einen Bodenstampf machen, der Feinden Schaden zufügt und vergrabene Objekte freilegt. So, dann kriege ich auch noch mehr Credits. Hier geht schon mal nichts weiter. Frage ist nur, wo geht's denn hier weiter? Oh. Da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Dann muss ich da lang. Hopp. So. Und bumm. Zack, zack. Bam. Grimlock, no get through door. Need help. Hallöchen. I stay focused. I think I can get through. Warum habe ich jetzt so gelbe Dinger da um mich rum? Der sieht cool aus. I dodged too soon. I dodged too soon. Zack, zack. Ah, komm schon. Yeah.
Bam! Geht doch ab. So. Schlage auf diesen transpartialen Konverter mein verstecktes Objekt in diesem Bereich zu materialisieren. Beachtet, dass manche transpartiale Konverter kurze Aktivierungszeitspannen haben oder nur auf bestimmte Waffentypen reagieren. Devastator. Not even close. Zack, 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 in die Weichteile. Bam. Yeah. Devastator, you're yes, needed elsewhere. Yes. The others can finish the Autobots. Another time, Autobots. Ready, ready, ready. Yeah, jetzt bin ich auf einmal Bumblebee. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.